Hallo Ladies and Gentlemen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row 4 mit der hübschen Schwarzen und der hässlichen Blonden. Was? Nee, habe ich nicht gesagt. Nee, und das erste, was wir machen... Zeit, dass du wieder Gregory wirst, mein Freund. Ja, also es gibt zwei Sachen, die wir dringend erledigen müssen. Wir müssen unbedingt Bargeld abholen, sonst laufen die Leute amok, Und dazu... Amoke Mio? Amoke Mio. Alter, mein Hintern ist legendär. Ich geh mal ganz kurz, pass mal auf, drück mal Tab. Amoke Mio. Geh mal kurz auf das... Huch, Telefon geht hier drin gar nicht. Ach ja, das geht Bargeld, das müssen wir echt dringend abheben. Ach, da ist Bargeld, genau. Warte mal, Bargeld... Kannst du Menü machen, Überweisung, zack. Aber wir haben ordentlich Kohle gemetzelt. Alter, ich bin so reich. 27.000. Was? 27.000? Ich hab 25.000, aber ich habe auch ein bisschen Schindluder gemacht mit Geld und so. Ich dachte, da wären 200.000 oder sonst was. Ein paar Schönheitsoperationen und so ein Zeugs. Warte mal, wir können jetzt aber theoretisch mal gucken, direkt in die Upgrades nochmal eben kurz rein. In die dort Upgrades. Ist zum Beispiel Vakuum. Upgrades. Oh, leichte Erhöhung der Reichweite aus der Gesundheit Pickups in deine Richtung gesaugt werden. Waffe, Schänder. 11.000? Boah, nee, das ist mir zu teuer. Ach, den Schänder krieg ich. Du hast den Schänder ausgerüstet, ne? Deswegen. Ja, ich kann schänden. Ich kann dich schänden. Im Gateway-Waffenlager. Ich will auch einen Schänder haben. So, was haben wir jetzt? Bonus-EP. Du bist doch eine Schande. Ach, aber ich hab doch... Ich wollte doch immer... Ich hab's nicht so gemeint. Ich dachte, wir waren Freunde. Ich hab's nicht so gemeint. War doch nur Spaß. Wie kannst du nur sein, du Wichsfehler? Also... Ich finde gar nicht so, worauf ich jetzt Bock habe, was ich irgendwie für Kohle ausgeben will. Ich habe jetzt Bonus-EP gemacht. Ausdauererhöhung mache ich jetzt mal. Ich habe Bonus-EP gemacht. Das hatte ich schon, oder? Weiß ich nicht. Ich habe Bonus-EP gemacht einfach mal. Worunter ist denn das? Bei Boni. Unter Fähigkeiten? Bei Boni. Moni. Von der Moni. Wiegald Boni, kennst du noch? Asker, ja. Bargeld versus LP habe ich noch hier. Nee, Bonus-EP hatte ich schon. 5% auf die gesamte verdiente EP. Ach, du bist ja clever. Hast du schon gemacht? Du bist ja clever. Schaden, Handfeuerwaffen. Das war doch eins, was wir als erstes am besten auch machen sollten. Ja, schon, aber dann kam mir was dazwischen. Guck mal hier, machen wir noch Bonus Unruheherd-Belohnung. Steigere Geld und EP für das Erledigen von Unruheherden und wir haben noch einige vor uns. Vor allen Dingen müssen wir die sowieso alle ausheben, wir müssen auch die ganzen Gegenden locker. Alle übernehmen. Tauschen. Sind solche krassen Arschgeier. Alter, sag ich dir, Hier in der Simulation sind wir... Gags. Von gelöschten Simulationen wird doppelt so viel Bargeld fallen gelassen? Hm. Ich glaube, das habe ich schon. Gegenstände zum Anfassen. Ich verstehe das nicht so richtig. Ich bin dumm, weißt du? Na, das sind diese normalen Leute, die überall rumlaufen und denen kannst du quasi... Ich guck mal, habe ich das schon? Bargelderhöhung? Nee, das war das andere. Die Fähigkeit Arschgeier. Ach nee, das habe ich doch nicht. Das ist, glaube ich, so von Passanten, die man umbringt. Einfach ganz normale Passanten und die verlieren dann mehr Geld. Aber ich habe nicht mehr so viel Geld. Ich habe jetzt noch 16.000. Sollen wir die Begleiter mal abhärten ein bisschen so? Ja. Die Begleiter haben wir noch gar nicht gezeigt. Ich habe die schon ausgestattet, feinsäuberlich. Ich habe Fahrzeuglieferung, gut, das hat man schon. Trainiere deine Begleiter bei Beschuss weniger zusammenzuzucken. Huch! Immer noch mal auf Kampf gucken. Munition, Gewehr, das könnte hilfreich sein. Das nehme ich mal mit. Bande, Waffen. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Verbessere deine Bandenmitglieder so, dass sie MPs tragen. Das ist vielleicht auch sinnvoll. Oh, das ist teuer, aber das mache ich mal. So, habe ich mal einfach gemacht. Boah, das reicht dann aber auch. So, ja. Ich glaube, ich hätte nicht lieber auf Gewehr geskillt. Ja, das macht nichts. So, ach. Komm, Rumpelinchen, wir trinken ein Sektchen. Warte mal, ich sprich mit dem Vizepräsidenten. Warte. Und jetzt, da ich eine Frau bin, kann ich auch flirten. You're the president, I'm the vice president. You're the boss of the Saints. I'm just one of your crew. You've taken over cities and toppled rival gangs. I've conquered Hollywood and have a name to uphold. Psst, psst, psst. It just wouldn't work between us. You see? Gut, flirten. So, ich hab erstmal mit dem geflirtet. Du bist ja auch eine Frau, du kannst ja auch mit dem flirten. Du flötest. Ich dachte, ich mach da jetzt mal ein bisschen... Du flötest, ich flirte. Ja, ich dachte, ich mach mal so ein bisschen Black-on-Black-Action, weißt du? Aber funktioniert leider nicht. Komm, ich flöte mal mit Kinsey nochmal rum. Ja, die hatte ich schon. Die habe ich schon weggebangt. Die hatte ich auch schon mal. Aber man kann sie nie genug haben. Ja, doch schon. Das geht schon. Also, dass sie nicht mehr mit Rumpelinchen will, verstehe ich schon. Wieso, Alter? Ich habe 200 Kilo pure Liebe, Alter. Dann lass den Charakter doch bis zum Ende des Spiels. Ja, nee, so viel pure Liebe habe ich in den Kommentaren jetzt nicht gesehen. Aber ich kotze, ich gehe jetzt bei Sarah gucken. Boah.
Oh Mann, oh Mann. Diese Oberflächlichkeit, ich bin sehr geschockt einfach. Ich verstehe das nicht. Man muss auch mal ein bisschen bei den inneren Werten gucken, weißt du? Ja, der Charakter ist aber auch abgrundtief schrecklich. Muss man einfach sagen, aber es hat ja Charme. Obwohl ich sagen muss, ich hätte mir ganz ehrlich den Fettregler, hätte ich mir mehr gewünscht, dass man da vielleicht noch ein bisschen dicker hätte drehen können. Einfach so. Sollen wir nicht langsam einfach die Simulation verlassen? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo es da lang ging, ehrlich gesagt. Weißt du das? Ja, ich bin eine Spürnase. Wir können auch hier, guck mal, ich bin auf der Brücke gerade, das ist ja der Hammer. Da waren wir doch eigentlich schon. Du musst doch hier oben sein, Schnucki. Hä? Du Spürnase, hier oben mit der Brücke, da ist doch die Liebespuppe. Ja. Hier vorne. Ja, ich komme ja schon. Ja. Ach, das waren die Dinger, stimmt ja. Ich suche den Ausgang die ganze Zeit. Da schon mal nicht. Dann kannst du dich auch nicht mal umziehen und dann schnell zur Chirurgie, es wird Zeit. So, hallo, wieso geht die da nicht rein? Wie fortsetzen will ich doch einfach. Jetzt kann ich entscheiden, wo ich hin will. Wo gehst du hin? Warte mal. Erstmal setz ich mich hier rein. So. Ja. Die Frage ist, ich muss irgendwo Portal. Hin. Portal. Zugang zum Schiff. Anpassung. Ach da, Portal. Ich glaube, ich gehe mal direkt zu. Ich gehe mal direkt zu einer Gesichtschirurgie. Vorne, da unten. Ich gehe mal zu Image as Designed, aber da kann ich, glaube ich, kein geht noch nicht. Wir können nur Portal öffnen, glaube ich, ne? Wir können sonst nirgends hin. Wir können nur zum Portal. Wir sind voll die Kackboons, Alter. Boah, ich kam mir so schäbig vor. Alter, die sieht ja richtig gut aus. Hä? Also nicht dein Charakter, meiner. Ach, deiner. Ich hab ganz vergessen, wir haben ja länger nicht gespielt. Oh, Lalöchen, die sieht echt aus wie so eine Barbie-Puppe. Also, sie ist ein bisschen übertrieben, gebe ich zu. Soll ich mir auch mal eine heiße Frau machen oder soll ich wieder Gregory oder soll ich mal was anderes machen? Oder wir machen diesen mega coolen Plan, den wir hatten. Jetzt schon? Nee, jetzt ist zu früh. Das machen wir später, oder? Ich weiß nicht, wir hatten ja noch einen zweiten. Ich sag nur Legend und Rocket. Ja, aber da müssen wir, glaube ich, gucken. Da wissen wir noch gar nicht, wie die aussehen. Ja, aber das ist doch egal. Wir lassen uns mal überraschen gegenseitig. Wir müssen cool sein, auf jeden Fall. Also, falls wir Ja, aber dann haben wir jetzt gleich wieder so eine Charakter-Designer-Folge. Huch, was mache ich denn hier? Wieso bin ich jetzt hier? Ja, die hast du ja sowieso. Hä? Sicherheitslöschung starten. Hä? Komm mal kurz zu mir. Ich glaube, wir müssen hier mal kurz eine Löschung starten. Das machen wir mal eben, oder? Damit wir ein bisschen Action in der Folge haben. Okay, alles klar. Alles klar. Ich komme rübergelaufen. Moment. Ach, ich starte schon mal dann. Geh in Position, warte darauf, dass das Ziel erscheint. Zerstöre den ungültigen Avatar. Die Simulation hat überall Sicherheitsprogramme. Jage sie. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Jetzt soll ein ungültiger Avatar kommen. Ah, da vorne müssen wir rüber. Geh zum Ziel. Juhu. Das sieht so lustig aus. Yeah! Wow! Wo ist es? Jetzt haben wir zwei Kreuze, die Zielperson... Ja, ich renne mal weiter gerade. Ja. Boah, das ist so super cool mit dem Rennen. Jetzt, wo man eine neue Session spielen wir gerade übrigens. Da war die Zielperson gerade. So, Information. Alter. Ist erledigt? Ah, das ist ein Klo! So. Hey, du hast das Klo angegriffen. Ja, das ist ja die ungültige... Aua! Ich will's treten, ich will's verprügeln. Alter, da... Ich glaube, ich sollte die Sonnenwaffe nehmen. Oh. Aua, Alter. Alter. Oh, sorry. Ich hab dich getroffen. Hast du wieder dein Prängel ausgepackt, oder was? Oh, ein Backe, ey. Was ist das für ein Killerklo, ey. Killerklo des Grauens. Meister Alter, Papa. Das wirft ja die ganze Zeit irgendeinen Scheiß nach mir. Ziel eliminiert. So, ich hab's umgebasht. Super, jetzt haben wir noch ein zweites. Ich glaube, haben wir nicht noch ein zweites Ziel? Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt geschafft haben. Tabulator Upgrade. Jetzt sind die alle wieder hinter uns her. Das mir reicht's. Ach, ich bin gerade aufgesprungen. Oh, das war's. Ach Mann, Alter, hör mal auf, mit deinem Tentakel immer in meinem Gesicht rumzufuhrwerken. Ja. Es tut mir leid. Alter, oh, Schnauze, Bulle. So. Nein, sie lasse ich leben hier, die Lady. Kuckuck. Echt? Kuckuck. Na gut, ich auch. So. Oh, ich bin einfach nur an ihr vorbeigerannt und sie ist gestolpert. Kuckuck, ich bin doch nur... Ach, sie ist gestolpert, ist doch eine übliche Ausrede. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade nicht reingestolpert. Ey, komm wieder, Cops. Ich glaube, das wird nichts, ne? Ich glaube, wir machen wieder Stress so, hier. Ja, aber Saints Row. Wir haben übrigens doch nicht, dieses gelbe Viech war übrigens doch nicht der Datenkor, habe ich inzwischen in Erfahrung gebracht. Oh. Wer war es denn da? Oh. Ey, die wollte ich mir eigentlich aus der Nähe angucken. Da kann ich immer noch. Mann, ey, ich will doch nur mal die Maschine klauen. So. Ich muss nämlich mal ganz kurz irgendwo hin. Ich muss die Dicke loswerden. Es tut mir leid. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie ist denn der Plan? Es gibt gar keinen Plan, dachte ich. Also aber dann renne ich ja nur wieder doof rum. Deswegen muss ich ja auch irgendwas an meinem Charakter ändern.
an deinem Charakter, ja gut, da ja, habe ich so viel ausgesetzt. Ich bin ja so schlecht drauf. Ja, ja, ich weiß. Jeden da habe ich. Tag boah, da kann ich ja viele Tipps geben, was du bei dir ändern könntest. Boah, du bist voll gemein, ey. Ist so ein Dreckschwein. Sag mal, warum ist ein Image S Design verschlossen? Was? Dreckschwein? Ist die Folge zu Ende? Kapiert jetzt zum Glück keiner. So. Ach, jetzt fangen die Aliens auch wieder an. Also ich renne jetzt zum Image S Design. Echt? Ach, dann laufe ich einfach hinterher. Ich wollte jetzt gerade auf dem Ding. Aber die sind irgendwie verschlossen. Ich glaube, wir können das gerade gar nicht, solange wir in dieser Mission sind. Was ist das für eine Mission? Das frage ich mich auch. Ich frage mich, ob die Aliens hier auch aufs Gebäude kommen. Du hast das doch immer so. Du gibst doch immer damit an, dass du so alles checkst im Spiel. Ja, pass auf, ey. Das ist jetzt folgendermaßen. Wir können das gerade nicht machen. Wir können das nicht machen. Hier ist das Portal. Ich bin hier gerade auch noch blöder am Schwimmen. Ich warpe mich jetzt ins Ufer. Warp. So, ich check das gerade mal. Boah, ich bin auch sonst wo wieder lang gelaufen. Irgendwie total weit ab vom Schuss. Warte mal, gibt's doch nicht. Wo renne ich hier lang? Ah, ich muss da wirklich rüber. Kommst du da rein in den Image S Design? Das wollte ich gerade gucken. Image S Design. Ja, 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 ja. Ach, jetzt kann ich wieder nicht, jetzt meine Ausdauer wieder weg. Ja, kenne ich. Deswegen hau ich erstmal den Polizeiwagen hier weg, oder den Polizisten einfach, weil der Schniedel nicht getroffen hat rechtzeitig. Dein Schniedel hat nicht... Ach, ja, der Schniedel, du kämpfst ja mit deinem Schniedel. Der Schniedel. Mein Tentakel. So, kennst du Schniedel Wutz? Das ist der Bruder von Tiger. Hat man das nicht neulich? Nein, das ist Wutz. Ach ja, Hammersprung. Wutz aus Call of Duty. Datensammlung. Hast du auch gerade eine Datensammlung geholt? Ja, mal frisch frei Haus. Können wir nichts machen, ne? Warte, warte. Oh, hier sind Obdachlose gerade. Da geht nicht. Da geht nichts, oder? Bei dem Typen, bei dem Schönheitschirurgen oder hässlichen Chirurgen. Warte, ich müsste jetzt eigentlich. Hä? Ach, da, ich bin das Design. Verschlossen? Das Hacken von Leben. Laden hacken. Oh. Laden hacken starten. Aber ich kann trotzdem reingehen. Ach, das Schloss heißt nur, dass die nur nicht gehackt sind, glaube ich. Was muss ich denn hier machen jetzt? Geh einfach die Tür rein und dann kannst du machen. Okay, das war's? Oh. Nee, ich hab's gehackt. Ich wollte... Das war ja... Ich wollte doch... Ich glaube, ich habe den Alarm ausgelöst. Ich habe die aus Versehen als Geisel genommen, ich wollte das gar nicht. Olalö! So, Ladenhecken starten. Was mach ich denn jetzt? Machen wir einfach nur so ein paar... Das war ja dieses komische, ne? Hier, warte mal. Hä? Verstehe das gerade nicht. Ja, mache ich jetzt nur geringfügige Modifikationen, solange wir noch nicht diese lustigen Charaktere erstellen. Weil du das ja nicht willst. Der will das nicht. Hä? Irgendwie fehlt mir jetzt ein Teil. Beim Hacken. Ja, du hast doch keinen. Bitte. Nee, irgendwie fehlt dir gerade ein Teil beim Hacken. Der Hose fehlt dir ein Teil. Ja, das ist total witzig. Also, was machen wir denn jetzt? Ach so, ja, aber jetzt warte doch mal, Alter, du kriegst das mit dem Hack nicht auf die Kette. Ja, warte mal, rechte Maustaste ist löschen, jetzt. Aber, ja, ich habe nur einen Teil gesetzt, wo es nicht hingehört. Jetzt ist easy. Und habe das nicht gesehen. So, der Hacken Grogo. Erledigt. Der Grogo hier. Ja, das ist ja leichter als bei Bioshock. So, du hast eine Operation, kostet 500. Ich operiere mich mal ganz kurz. Frage ist, was machen wir? Ja, sollen wir Dings, das frage ich ja schon die ganze Zeit. Ich bin hier schon wieder durch irgendwelche Frisuren am Gehen, aber irgendwie finde ich das fast zu langweilig. Ja? Ja. Oder ich mache erstmal wieder Gregory, einfach nur damit die Leute da nicht allzu lange warten müssen. Den Rest können wir später mal machen, wenn wir wieder ein bisschen gespielt haben. Okay, dann ändere ich jetzt einfach nur ein paar Frisuren und dann überlegen wir uns die super geilste Story für unsere mega neuen Charaktere. Genau. Und dann spielen wir erstmal noch ein paar Runden mit denen, einfach mit den Standards so oder so. Für die Ladies. Und natürlich Tanga, Bräune. Ja, und natürlich Sex Appeal. Ritz. Ich find's immer richtig lustig, wie schnell so eine Frisur einen Menschen verändern kann. Ja, das stimmt so allerdings. Richtig krass. Das stimmt. Auch cool, die Frisur, die züchtig und lang. Oder so. So, lange Wellen. Züchtig und lang, mein Freund. So, mal gucken. Nur mal ganz kurz durchgehen, wir haben es ja gleich. Eigentlich jungen Schnitt geht eigentlich auch. Ja, aber kannst du mir mal die Frise verändern, so ein bisschen modifizieren können wir den ja zwischendurch mal. Mache ich ja gerade auch hier mit der jungen Frau. So Hardrock geht eigentlich nicht. Ich gucke auch gerade mal ein bisschen. Bei dir ist natürlich Friesen und einfacher. Ich sehe ja teilweise aus wie He-Man. Ja, aber Friesen ist auch nicht. So einfach ist auch nicht.
Geflochtene Zöpfe können wir ihr mal geben zur Abwechslung. Oh, das sieht von hinten so komisch aus und die schwingen so komisch rum. Disco-Geschäftsmann. Mach mal einfach geflochtene Zöpfe und guck mal, wie die... Ich mach mal die Barrios, aber da habe ich gar keine Haare, der Superheld. Ich mach erstmal wieder Gregory, oder? Okay. So, mach dann nur ein paar kleine Schönheitsoptimierungen. Wo hieß denn der? Ach, das war T, ne? Hier Teenie-Schwarm, die Frisur. Ich mache hier Beauty-Gurus, liebe Freunde. Ach, schön. Herzlich willkommen. So. Heute zu unserem kleinen Styling. Glatt und lang. Vielleicht wäre genau das die richtige Frisur für heute. Okay, komm, die nehmen wir mal. Das ist super toll. Ich rate dir zu einer neuen Farbe, Schätzchen. Das ist ein Traum. Ein Traum, wie du das machst. Ein Traum. Ach, wunderschön. Vielleicht mal ein keckes Lila. Ich muss die nasse Haut einfach mal wegnehmen. Das geht nicht. Das hier ist natürlich auch sehr cool, was man hier machen kann, aber... Mal keckes Lila, vielleicht auch einfach nur ein schlichtes Schwarz. Die BH-Spuren gehen natürlich gar nicht. Okay, ja, vielleicht nehmen wir einfach mal ein keckes Schwarz. So, ich mach mal den typischen und dann mache ich Hautton hier einfach mal Bauarbeiterbräune. Was machst du denn da schon wieder? Die durchgehende Augenbraue. Die macht automatisch ein schönes Gesicht so hässlich. Die ist echt super. Ah, schön. Das ist eigentlich auch sehr cool. Und dazu die schwarzen Augen. Könnte man nicht auch machen. Ich lasse das jetzt erstmal. Ich mache jetzt mal keine Spielereien. Entschuldigung, weil... Ich habe ihr die Haare gefärbt. Das ist so liebevoll von dir. Und eine neue Frisur habe ich ihr gegönnt. So. Übernehmen. Huch, geht doch, oder? Komm ich vor Freude gegen das Mikro. Gut, jetzt habe ich natürlich... Alter, ihm stehen die Klamotten aber auch ganz gut. Yeah. sieht nur ein bisschen gay aus. So. Polizei sucht uns nicht mehr. Das ist ganz gut, obwohl da die Ladenglocke immer noch geht. Guck, da wirkt mal eine Arschritze aus der Hose. Machen wir da ein bisschen gossig hier. Arschritze. Mein Arschritze guckt aus der Hose. Arschritze. So, während du da noch am Stylen bist, guck ich mal ganz kurz, was es mit diesen Fragezeichen auf sich hat. Wenn du alle markierten Feinde an einem Unruheherd tötest, erhältst du die Kontrolle. Achso, das wissen wir ja. Ach, hier ist wieder. Doof. Deine Verbindung zum Host wurde unterbrochen. Daher wirst du zum Titelbildschirm zurückgeführt. Wieso? Oh, weiß ich nicht. Möchtest du speichern, bevor du ein Level verlässt? Ich muss speichern und zum Titelbildschirm zurück. Ja, mach das mal kurz. Dann reagiere ich jetzt schnellstmöglich und verändere noch kurz den Charakter in letzten Anpassungsmöglichkeiten. Aber das sieht irgendwie alles ein bisschen seltsam aus auch. Okay, ich glaube, ich werde dann an dieser Stelle... Wow, hier sind schon 13% Fortschritt. Oh Gott. Ich glaube, ich werde dann einfach an dieser Stelle das Video schneiden und wir sehen uns gleich wieder da, wo wir... Nee, wir können eh ein Folgenpäuschen machen. Wir haben schon wieder 18 Minuten Wahnsinn. Ach, hör auf. Du bist ja eh fertig mit Gregory, oder? Du musst ja neue Klamotten kaufen. Genau, ich bin fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich sowieso wieder in der nächsten Folge. Gemeinheit, ne? Jetzt werden mich manche Leute hassen wieder. Nee, aber sorry, Freunde, wir müssen ja viele Folgen machen und so. Nee, davon abgesehen ist ein super Zeitpunkt gerade, weil ist ja eh abgeschmiert. Ist jetzt nicht so viel passiert, nicht so viel passiert. Dafür kann ich ja nichts sehen. Nee. Wir wollten ja weitermachen. Ist nicht viel passiert. Immer noch mal gehackt und ganz tolle Sachen. So, bis gleich. Tschüss. Ja. Ja, haben wir leider ein bisschen zu früh abgebrochen. Das war ja schon keine Ahnung. Präservativ meinst du wieder? Präservativ war das. Und in der nächsten Folge geht's dann mal weiter. Dann machen wir wieder ein bisschen Story und so. Jetzt haben wir auf jeden Fall, ich bin wieder Gregory und ich bin gespannt, was der Sarazar sich da Schönes gezaubert hat. Oh la la.